Moin Leute, was geht ab? Ich bin's mal wieder, Bomberfreak, auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, was nicht von Lego ist, sondern wie ihr es seht, ist das alles nur Nerf. Und ja, wie auch schon in der rechte Ecke sieht, ist das eine Firestrike in anderem Look. Die ist nämlich ein Snowtarn. Also, wenn ich jetzt so, dass es Snowtarn ist. Wenn ihr jetzt sagt, nein, das ist aber Werktarn-Camo, ist auch nicht schlimm, kann man für beides so verwenden. Die ist jetzt nur noch in weiß, schwarz, grau, orange. Das Silber ist eigentlich grau. Ja, sonst ist eigentlich nichts groß und verändert. Nur, dass sie eben halt einen Look hat. Aber die habe ich auch schon etwas länger. Die wurde mit drei Darts geliefert. Die Darts verstecke ich von meinem Bruder, also bitte nicht rumjammern, wenn ich keine Darts mit bei habe. Nur bei den ganz neuen. Ja, hier habe ich etwas rötlicher gemalt, weil das so aussieht wie Blut sein soll. Ja. Und ist eine sehr gute Waffe. Blaster, besser gesagt. Ja, die kann sehr weit schießen. Man muss sie einfach nur hier ranziehen. Wenn man im Dunkeln ist, einfach so anvisieren und bumm. Oh. Das war's erstmal zu der. Und dann kommen wir zum großen Kaliber. Zum größten Kaliber, was ich jetzt noch habe. Die Retaliation. Retaliator. Boah, ich null. Sorry, Leute. Ja, die Retaliator habe ich schon ein bisschen aufgepimpt. Im silbernen Mac. Sieht ganz cool aus, finde ich jetzt. Die baue ich jetzt mal auseinander, dass wir jetzt mal sehen können, dass. Wie die auseinandergebaut wird. Ganz einfach. Der Knopf wird dann einfach wieder nach unten gedrückt. Das bedeutet, wieder wird einfach nur nach unten gedrückt. Abziehen. Zack. In die Seite legen. Das schon abgebaut. Gucken, ob das nicht geladen ist. Einfach an den Schulter drücken. Nach hinten ziehen. Den Knopf nach hinten drücken. Zack. Waffe schon auseinandergebaut. Blaster, habe ich es auch wieder gesagt. Ich habe das irgendwie mit Waffen nicht. Ich weiß nicht wieso. Also nicht immer wunder. Und dann wieder einfach zum Entladen. Zack. So, ja. Der Blaster ist eine 4-in-1-Konstruktion. Man kann die Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 oder komplett Nummer 4. Ja. Und ich wollte erstmal für die zwei Abonnenten bedanken, die mich abonniert haben. Finde ich erstmal cool, dass ich schon nach so wenigen Tagen erstmal zwei Abonnenten habe. Und schaut mal vorbei bei xd-lilwasser-xd. Der macht auch schon coole Videos für den Anfang, sage ich jetzt mal. Aber schaut mal einfach mal zu ihm vorbei. Guckt mal seine Videos an, abonniert ihn vielleicht, abonniert mich und ja, ihr kriegt noch weitere solche Videos gesehen, nur zur Inforadar war das gerade mal, ja, egal. Kommen wir erstmal zur Verarbeitung her. Die Verarbeitung ist wie bei jeder noch so gut, keine scharfen Plastikkanten, Nasen, egal was, nix, alles schön abgeschliffen, abgeschnitten, so. Wie auch beim Lauf, alles schön stabil aus hartem Plastik. Ja. Und was ich ganz cool finde, es gibt auch ein Modifizierungskit dafür. Dass es aussieht wie so eine Flinte, so eine Schnellschussfeuerflinte. So. Auch hier wurde alles schön verarbeitet. Orangener Trigger. Weißes Logo. Beiden Seiten. Man denkt jetzt, hey, es gibt nur immer auf einer Seite. Ja, das habe ich weiß angemalt. Nicht wundern. Ja, hier könnte man sich einen Fall unterjubeln, also verstecken lassen. Alles kein Ding. Jo. Steckdose, ist egal. So. Einfach für das Magazin nach hinten ziehen. Magazin, Fallrichtung immer nach da zeigen.
Zeige ich jetzt noch mal lieber nach da. Dann geht es auch rein. Andersrum würde es gar nicht gehen. Also was. So, bei der Retailinator gibt es zwei Größen von Einkerbungen. Och, Mann. Ach so, falsche Richtung. Sorry, jetzt dafür muss es sein, dass es überhaupt geht. So, ihr habt die so euch vor euch. Das eckige Teil zeigt nach da. Dann einfach nach. Von meiner Seite so rechts, bis es Klick macht. Und die Schulterstütze baut ihr dann ganz einfach wieder ran. Dann habt ihr schon die Waffe, also Blaster besser gesagt, wieder mal. Wenn ich Waffe oder Blaster sage, nicht so ernst nehmen, also ich muss noch dran üben. Jo. Das wär's. Und ich mache heute noch weitere Videos für euch. Nur zur Info. Ich wollte ja auch nur kurz gesagt haben. Lego-Videos aber auch. Ja. Dann habt ihr so ähnlich wie Kim und Korn. Hier. Kann ich auch mal kurz zeigen. Einfach dann so hochklicken. Könnt ihr auch verschieden einstellen. Oder komplett weglassen. Jo, ihr könnt mit 3 Rails 1, 2, 3 euch noch irgendwas anbasteln. Zum Beispiel ein Schutzschild, Visier, Handgriff, Laservisier oder was weiß ich, was ihr alles bei euch zu Hause habt. Jo. Das wär's erstmal von meiner Elite-Serie. Jo. Schaltet nächstes Mal wieder bei Bomber Freak ein. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mal mich. Okay, ciao Leute, bis später.